Werte Mitmenschen, willkommen zurück. Der Scholz beschließt Abschiebedeal in der Türkei. Da frage ich mich doch jetzt schon, wie viel Geld kostet das wir den deutschen Steuerzahler? Die Bundesregierung hat einem Medienbericht zufolge damit begonnen, mehrere hundert Menschen in die Türkei abzuschieben. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag berichtete, sollten vorerst insgesamt 200 Betroffene in mehreren Linienflügen in die Türkei gebracht werden. Unter Berufung auf Regierungskreise hieß es in dem Bericht weiter, Ankara habe angeboten, bis zu 500 Staatsbürger pro Woche zurückzunehmen. Entsprechende Vorbereitungen liefen bereits. Vorausgegangen seien monatelange Verhandlungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara, berichtete die FAZ. Über die Abschiebungen sei seit dem Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im vergangenen November verhandelt worden. Als Gegenleistung habe Deutschland offenbar zugesagt, bestehende Visaverfahren zu beschleunigen. Laut Bundesregierung wurden im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 441 Menschen aus Deutschland in die Türkei abgeschoben. Wow. Damit war die Türkei der siebthäufigste Zielstaat von Abschiebungen. Knapp 15.000 Menschen aus der Türkei waren zum Stichtag 30. Juni in Deutschland ausreisepflichtig. Eine größere Gruppe von Ausreisepflichtigen bildeten nur Irakerinnen und Iraker mit rund 21.600. Wow. Und dafür wollen die jetzt noch einen Applaus haben oder was? Hier. So sieht es nämlich aus. Auf gar keinen Fall gibt es dafür einen Applaus. Frau Faeser, habt ihr ja gerade schon gesehen, wir haben erreicht, dass die Rückführungen in die Türkei schneller und effektiver erfolgen können. Und die Türkei Staatsbürger, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, schnell zurücknimmt. Wow. Meine Güte. Das ist ein weiterer Baustein zur Begrenzung irregulärer Migration. Also illegaler in Deutschland. Super. Wow, ihr seid so klasse. Ihr haut wirklich die Dinger raus. Kommen wir hier zu den Kasper. Jetzt will Habeck die ganzen grüne Macht haben. Er ist der Architekt des Rücktritts der grünen Chefs Ricarda Lang, 30, und Omid Nuripur, 49, wie Bild enthüllte. Er will seine Vertraute Franziska Brandner, 45, zur Parteichefin wählen lassen. Er selbst will als Kanzlerkandidat seine Partei in den Bundestagswahlkampf führen. Und er will den Kurs vorgeben, der die Grünen aktuell bei 9,5% in den Umfragen zur Volkspartei machen soll. Habecks Machtplan, absolute Beinfreiheit und die Besetzung von Schlüsselpositionen, ist eine Revolution für die Grünen. So viel Einfluss hatte selbst Joschka Fischer, 76, nicht für sich beansprucht. Der verlangte zwar, dass die Grünen ihm in außenpolitischen Fragen folgen, hielt sich aber nach einer verunglückten Intervention bei Parteipersonalien zurück. Habecks Plan ist ein Bruch mit der Basisdemokratie bei den Grünen, wo bislang immer ganz viele mitreden müssen. Ich glaube, der tut nur so, der ist so ideologisch verbohrt, der wird gefährlich, der Mann. Das meine ich absolut ernst. Es gibt Leute, die glauben wirklich, er wird Kanzler. Ey, der kriegt bestimmt noch ein paar Leute, wo die ein paar Schlägertrupps haben und sowas. Der. Und diese grüne Ideologie ist das, was für dich früher passiert ist. Dass Leute halt irgendwo mitgelaufen sind. Nun, zum Eklat und zu einer Frau. Die schönsten Reden zeige ich euch jetzt mal hier. Herr Hofreiter, regen Sie sich doch nicht so auf. Ich verstehe gar nicht, warum Sie da immer so fast vom Stuhl runterfallen. So unglaublich. Wir sind zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit, so heißt es dort wortwörtlich. Stimmt, höre ich da von SPD-Seite, richtig. Sie können nämlich nur das Geld anderer Leute ausgeben, was anderes können Sie nämlich nicht. Den Generationen, hören Sie einfach zu, dann können Sie vielleicht doch noch was lernen hier vorne. Seien Sie endlich still. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Und die trifft immer zuerst die Normalbürger, die arbeiten und Steuern zahlen. Sie werden nach Strich und Faden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Schreien Sie nur, ich weiß, getroffene Hunde bellen. Die Wähler werden das an den Wahlurnen votieren, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sich hier aufführen. Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Hofreiter, die Schreihals, ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Sie wollen sich darauf beschränken,
den Niedergang unseres Landes zu verwalten. Ja, teilweise hat man den Eindruck, ihn sogar zu befeuern. Der Anteil der EU, ich verstehe gar nicht, warum sich bei Zahlen schon so aufregen. Also diese gesamte Diskussion hier im Parlament, gewöhnen Sie sich das Rumbrüllen bitte mal ab. Ja, das wissen Sie und darum schreien Sie auch so. Sie können einfach immer nur, vor allen Dingen Sie von der Linken, immer nur Buh rufen, wenn es um sachliche Politik geht. Kommen wir zur sachlichen Politik. Und zwar hat Alice das gepostet. Gespielte Entrüstung und geplante Eklat schon einen Tag bevor sie die Sitzung sprengte, erteilt die CDU Vollmachten bezüglich des Verfassungsgerichtshofes in Thüringen. Prozessvollmacht. Hiermit bevollmächtige ich im Namen der Fraktion Herrn Professor Dr. IUR, ich weiß nicht, was heißt, Philipp Austermann, Rechtslehrer an der Staatlichen Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl, in Klammern zu laden über mich, mich in sämtliche Verfassungsstreitigkeitenverfahren vor dem Thüringer Verfassungshof anlässlich der Konstituierung des 8. Thüringer Landtages gemäß § 17 Thüringer Verfassungsgericht vertreten. Erfurt, der 25.09. Also, alles nur Show gewesen. CDU? Mensch, ihr macht Politik für den kleinen Mann, ihr macht einfach die Politik für euch selber. Aber es wird da draußen bestimmt einige freuen, mich auf jeden Fall. Alice wird erste Kanzlerkandidatin der AfD. Die AfD ist bundesweit in Umfragen stark, eine Chance auf die Kanzlerschaft hat sie aber nicht. Dennoch wird die Partei erstmals eine Kandidatin ins Rennen schicken, Alice Weidel. Stopp! Eine Chance auf die Kanzlerschaft hat sie nicht. Mit seiner kleinen Partei feiert sich gerade Habeck. Der Scholz, der absolut unbeliebt ist, glaubt, er wird wiedergewählt. Und dann sagt man hier bei NTV, ja, eine Chance hat sie nicht. Ach, ihr spuckt gerade schon große Töne. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel soll nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, RND, Kanzlerkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl 2025 werden. Darauf sollen sich Weidel und ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla in einem Gespräch in dieser Woche geeinigt. Anfang Dezember sollen Bundesvorstand und die Bund-Länder-Konferenz der Partei über die Personalie abstimmen. Im Januar folgt der Parteikonvent. Im März des kommenden Jahres soll die 45-Jährige dann offiziell auf dem Bundesparteitag der AfD von den Delegierten gewählt werden. Wie mehrere AfD-Landesvorsitzende dem RND bestätigten, soll Chrupalla zugunsten seiner Co-Parteichefin auf eigene Ambitionen verzichtet haben. Die beiden seien aber übereingekommen, den Bundestagswahlkampf der in Teilen rechtsextremen Partei gemeinsam bestreiten zu wollen. Chrupallas Entscheidung sei mit Respekt zur Kenntnis genommen worden, berichtet das RND. Der Sachse hatte sich in den vergangenen Jahren auch in westdeutschen Landesverbänden eine Vertrauens- und Machtbasis aufgebaut. Der 49-jährige Malermeister aus der Lausitz und die Ökonomin, deren Familie in der Schweiz lebt, führen seit 2021 gemeinsam die AfD-Bundestagsfraktion und seit 2022 gemeinsam die Partei. Die Ökonomin und der Malermeister, ja, sind Anführer einer Partei. Und nicht so wie die Ungelernten von den Grünen. Die AfD würde zur Bundestagswahl 2025 zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin aufstellen. Bisher hatten Spitzenkandidaten im Duo die Partei in die Wahlkämpfe geführt. 2017 waren es Weidel und Alexander Gauland, 2021 Weidel und Chrupalla. Ja, eure Meinung dazu, wie findet ihr das, dass Alice jetzt Kanzlerkandidatin ist? Und was meint ihr denn jetzt zu NTV? Hat sie eine Chance? Gibt das vielleicht da draußen noch genügend Leute, die langsam mal wach werden und mal versuchen, wirklich eine andere Meinung von diesen anderen Altparteien zu bekommen, dass man was ändern muss, wenn man von der Zukunft von Deutschland spricht? Schreibt es gerne in die Kommentare und nicht vergessen, ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich mache das zwar gerne hier, aber um jede kleine Spende freue ich mich wirklich. Auch letztes Mal hier ein paar Centbereiche, ist mir völlig egal. Es geht nicht darum, dass man viel spendet, sondern ich erhoffe mir immer noch, dass ich da draußen ein paar Leute erreiche, die meinen, alles klar, komm, 20 Cent oder 50 Cent habe ich übrig, dann lasst es gerne in der Beschreibung, ist mein Konto drin, könnt ihr gerne raufgehen, da ist ein Link und da ist auch meine IBAN, ne, falls der Link nicht funktioniert. Oder wenn ihr PayPal habt, könnt ihr gerne hier, das ist immer eingeblendet, auch raufgehen. Beziehungsweise mit einem QR-Code. Oder der Link ist auch in der Beschreibung drin. So Leute, das war's. Habt einen schönen Abend oder habt einen schönen Morgen. Habt ein schönes Wochenende. Ich weiß ja nicht, wann ihr das seht.
Somit morgen Samstag, großer Tag für Thüringen. Ich bin gespannt. Macht es gut.